So, Freunde, wir wagen uns nochmal an diese Eisgalaxie ran, wo ich in einigen der letzten Parts öfter mal gestorben bin. Hm? Da ist schon der erste Kill wieder, aber ich bleibe ruhig. Digga, das macht keinen Sinn, dieses Level, ohne Sch. Wisst ihr? Es ist Salz LP. Mit einem Umlaut. Also Selz. Vielleicht mag man es seinen Augen kaum zu vertrauen. Aber dies ist Salz. Und dadurch, dass das Spiel sehr salzig momentan ist. Boah, Freunde, aber was habe ich eigentlich in den letzten Tagen so gemacht? Scheiße, das war zu viel. So, live aus der Küche, gerade am Spülen gewesen und jetzt erstmal alles abtrocknen, Freunde. Jetzt gleich steht das Stream an. Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, was für eine geile Woche das eigentlich diese Woche ist. Ich denke mal, dieses Video werdet ihr Freitag sehen um den Dreh bei Was ging die Woche? Und ich habe diese Woche echt viele Videos eigentlich so auf Lager. Also ich überlege, Samstag und Sonntag dürften auch Videos kommen. Dann ist in dieser Woche jeden Tag Content auf dem Kanal erschienen. Außer Donnerstag, vermutlich. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber das ist der bisherige Plan. Aber das finde ich auch mal übelst nice. Also ich glaube nicht, dass das zur Gewohnheit wird, es sei denn, ich behalte meinen Workflow momentan so bei. Wobei ich natürlich auch diese Woche Berufsschule habe. Das heißt, ich sitze nicht so lange in der Schule bzw. auf der Arbeit und kann dementsprechend ein bisschen mehr für YouTube rein investieren. Aber dennoch darf ich die Schule nicht vernachlässigen, deswegen muss ich auch noch ein bisschen was dafür machen. Morgen habe ich auch die erste Stunde frei, das heißt, dass ich eine Stunde prinzipiell länger schlafen kann. Also kann ich heute Abend sogar ein bisschen mehr machen, was sich echt gut trifft. Das scheint wohl ein neuer Energy zu sein. Erstmal probieren. Um 18 Uhr steht ein Stream an. Auf ganz professioneller Basis baut man sich natürlich einige, man nennt es auch in gehobenen Kreisen Gardinen. Moin Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut und willkommen zu einem neuen Part von Mario Super Mario Galaxy in der Devil Challenge auf diesem Kanal, Freunde. Wir spielen Super Mario Galaxy nicht normal durch. Wir spielen es nur mit einem Leben und in den letzten zwei Parts hat man es gemerkt, dass wir nur ein Leben haben. Es wurde extrem salzig, wie ich gerade auf diesem Salzteller, ich glaube, sehr, sehr gut demonstriert habe. Naja, Freunde, ihr müsst wissen, ich nehme diesen Part direkt bei der Begrüßung. Ihr müsst wissen, ich nehme diesen Part gerade zu einem Zeitpunkt auf, wo der letzte Part tatsächlich noch nicht mal online gekommen ist. Aber das liegt daran, dass ich mir gerade so einen kleinen Puffer aufbaue, was Videos angeht. Hä? Ich dachte, der hat uns getroffen. Warte, was? Jetzt kommt der Boss aller Bosse, also prinzipiell ich. Spaß. Wie bekommen wir den am besten weg? Einfach mit einer Drehattacke zum Kopf beispielsweise? Ich will das Risiko ehrlich gesagt nicht eingehen. Da... Oh mein Gott, Freunde. Wie drücken wir es am besten ganz nett aus? Ah ne, man muss nur einfach auf den Raum springen, ja. Easy, easy. Easy, easy. Könnt ihr euch noch an Crow erinnern? Macht Crow eigentlich bei The Ray noch Mucke? Ich bekomme es echt gar nicht mehr mit. Naja, Freunde, was soll's. Auf jeden Fall wurde ich direkt jetzt gerade schon am Anfang dieses Parts aus der Bahn geworfen, wie Unfälle beim Formel 1. Das war nicht der beste Vergleich, gebe ich zu. Aber habt ihr gesehen, da unten war noch ein Stern, ein paar Knochen trocken, man kennt es. Naja, auf jeden Fall, ich versuche mir gerade so einen kleinen Puffer für die Videos aufzubauen, sodass ein bisschen mehr in der Woche kommt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz feine Sache, die ich hier machen kann. Und deswegen werde ich nicht so richtig auf Kommentare eingehen können, zumindest im heutigen Part. Oh shit, ich glaube, dafür hätten wir auf jeden Fall Dingenskirchen benutzen können. Nummer 3, Nummer 4 tümmelt sich irgendwo hier. Ne, ich habe keine Ahnung. Aber müssen wir diesen Green Shell benutzen, um... Ah, Mist, an die Kiste zu kommen. Meine Fresse, was ist denn jetzt los? Ihr müsst wissen, ich habe gerade gestreamt und jetzt ist meine Sprache wohl am Ende. So, und Nummer 5 brauchen wir auf der anderen Seite. Sehr schön. Okay,
Ich versuche mir gerade so einen kleinen Puffer für Videos aufzubauen. Ich habe es ja bereits im letzten Part erwähnt. Ich bin jetzt bald im Urlaub und möchte das Wochenende so gut wie möglich intensiv nutzen, um für meinen längeren Urlaub, was heißt Urlaub? Ich bin halt jetzt prinzipiell ein bisschen länger weg, um für diese Zeit so viele Videos wie möglich zu machen, die aber natürlich auch qualitativ hochwertig sind. Wisst ihr, was ich meine? Also ich will keine Kacke raushauen, ich will Videos wie jetzt rausbringen und vielleicht sogar das ein oder andere Special-Videos, weil jetzt bei sehr vielen die Ferien beginnen und genau deswegen, gebe ich mir momentan ein bisschen mehr Mühe, da haben wir schon den Stern gesehen und ich hoffe, dass es einfach wird. Boah, prinzipiell könnte man nicht probieren, direkt rüber zu fliegen, man kommt ja hier schon kaum rüber. Holy Mist, das war knapp. Wisst ihr, was am Mario Galaxy auch immer mega schön an diesem Spiel ist? Sobald man, ja, mehrmals gestorben ist, kommt Toad immer am Anfang. Ich habe mir vorhin erstmal den Brief von Prinzessin Peach abgeholt, die uns erstmal ein paar Abpilze geschickt hat. Wisst ihr, was ich nicht so ganz verstehe? Was muss ich hier nochmal machen, um da hochzukommen? Muss ich nicht irgendeinen Schalter oder sowas aktivieren? Ja, genau. Wir müssen erst hier rüber und dann können... Okay, ich verstehe. Ah, wir müssen hier erstmal auf die andere Seite der Seite. Auf die andere Seite der Seite. Geht das jetzt eigentlich nach Zeit? Ja, es geht tatsächlich nach... Oh, Kacke. Das ist, glaube ich, jetzt eine Stelle, die echt fies werden kann. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Zeit wir haben. Wir dürfen auf gar keinen Fall die Zeit verschwenden. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen länger. Oh, bitte, Mario, komm am Boden der Tatsachen zurück. Und mit Boden der Tatsachen meine ich auf diesen Boden, wo wir uns den wunderschönen Stern abholen können und wo es gar nicht schwer war. Bei welcher Thematik sind wir stehen geblieben? Wisst ihr, Peach wurde von Bowser entführt. Aber dennoch hat sie die Möglichkeit, uns Briefe zu schicken. Vor allem, woher weiß Peach, wo wir uns gerade in der Galaxie eigentlich befinden? Wäre es für Bowser nicht prinzipiell möglich, diese Briefe abzufangen, um dann unsere Sternbasis irgendwie abzuschießen? Fragen über Fragen. Riesenfalle in der Wüste. Aber ich finde, bei solchen Spielen oder sei es auch Filme, darf man die Logik nie hinterfragen. Also ich kenne das selber, dass man, vor allem in Horrorfilmen mache ich das öfter mal, dass ich Dinge hinterfrage, wie zum Beispiel, warum laufen die dahin, warum machen die das und das. Aber sobald man so mit in Film oder Videospielen anfängt, nee, das sollte man besser nicht machen. Wisst ihr, man sollte einfach manche Dinge so hinnehmen, wie sie sind und die Dinge genießen. Wenn man alles andauernd hinterfragt, oh mein Gott, was sollen wir denn hier schon wieder machen? Und warum habe ich kein Sternteil? Ich möchte bitte nicht sterben und... Alter, was? Ah, wir mussten komplett warten bis... Wo war jetzt die Schwierigkeit oder der Sinn hier hinter? Real Talk an dieser Stelle. Irgendwie, an manchen Stellen sieht diese Sandgalaxie eindeutig zu einfach aus. Wisst ihr, was ich meine? Aber es kann ja auch mal wieder was Einfaches kommen. Jetzt so vergleichsweise zu Dingenskirchen. Ich hab's schon wieder vergessen. Zu der Eiswelt ist das ja mal zwischendrin auch mal was ganz Angenehmes, nicht wahr? So, Teil Nummer 3. Teil Nummer 4 wird von 4 Millionen Knochen trocken bewacht. An dieser Stelle bitte nicht sterben, Mario. Das wäre... Oh, Knochen trocken, bitte nicht. Ich glaube, prinzipiell müssen wir diesen Knopf noch einmal nutzen, um am Ende die Kiste runterzuholen, oder? Oder was verlangt das Spiel jetzt von uns, um an das letzte Sternteil zu kommen? Ey, schaut mal, das sieht gerade aus wie so eine, als ob ich so eine Entenmutter wäre und die Entenkinder hinterherlaufen. Sterben wir, wenn wir das Ding... Nein, wir sterben nicht. Wir haben einzig und allein nur einen Rückstoß gehabt. Ich habe für einen kurzen Moment echt die Angst gehabt. Ich habe es schon öfter erklärt, aber wenn man das Level von vorne beginnen muss, ist es ultra nervig, dieses Spiel durchzuspielen. Wisst ihr, ich habe gerade überlegt, worüber man eigentlich nebenbei immer in Mario Galaxy, ui caramba, so reden könnte. Wir haben zwar hier eine schwierige Challenge, aber zwischendrin kommen noch immer wieder Spielpassagen, wo wir halt nicht so viel zu tun hat. Müssen wir die Stachy-Dinger? Ja, die Stachy-Dinger müssen wir beschießen. Man nennt mich auch Sherlock zu dem Holmes. Und da denkt man halt immer wieder ein bisschen drüber nach. Wisst ihr, wir hatten heute Abend einen Stream. Ich denke mal, diesen Part dürftet ihr Freitag sehen. Boah, ich fühle mich richtig cool, so viel vorzuproduzieren. Und das Stream heute hat halt übelst viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch neuerdings auf dem Kanal die Kanalmitgliedschaft freigeschaltet. Ach ja, die müssen wir jetzt rüberkicken, um diesen riesigen, ich habe den Namen leider vergessen, zu besiegen. Okay, easy Patte, machen wir so. Und es gibt auch schon einige Kanalmitglieder, was mich riesig freut, weil das ist halt echt, das ist eine krasse Unterstützung. Wirklich, Freunde. Denke ich mal zumindest. Ich habe keine Ahnung, wie das mit der YouTube-Zahlung und so aussieht und... Ich habe auch so einen Community-Post verfasst, den halt quasi momentan nur Mitglieder sehen können. Und dieser Community-Post besagt unter anderem, dass es halt ein Privileg ist, dass man mit dem eigenen Hobby Geld verdienen darf.
Und ich weiß das übel zu schätzen. Es gibt auch ein paar Zuschauer, die sagen, yo David, ich kann leider nicht spenden. Meine Eltern sagen, es ist eine Geldverschwendung. Und Freunde, glaubt mir, ich bin niemandem böse, wenn jetzt jemand kein Kanalmitglied wird. Das ist echt bei weitem nichts Selbstverständliches. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn Leute unterstützen. Und wenn nicht, dann ist es so. Ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, aber die größte Unterstützung, die man mir bieten kann, ist es... Alter, bin ich so kacke oder woran liegt das gerade? So, bam. Einmal einen sehr, sehr nicen Sprung. Und Instant Pro Game Playing... Pro Gameplay, das wollte ich sagen. Wenn man 3 Stunden streamt und dann eine Folge aufnimmt, ist das was ganz anderes, weil man die ganze Zeit irgendwie eine Community-Interaktion hatte und jetzt zockt man für sich selber. Naja, auf jeden Fall die größte Unterstützung, die man mir bieten kann, ist es wirklich, wenn ihr euch die Videos anschaut. Vielleicht sogar, wenn ihr Bock habt, komplett, wenn euch die so gut gefallen. Ach du Scheiße, jetzt geht die Kacke hier runter, ne? Naja, und wenn euch die Videos so hart gefallen, sage ich mal so, dann... Ja... Könnt ihr die komplett durchschauen und wenn ihr richtig geil drauf seid, lasst ihr noch ein Abo da. Ne, an diejenigen, die natürlich schon abonniert haben, das reicht dann, wenn ihr echt einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr, wie gesagt, richtig geil drauf seid, schreibt ihr noch einen Kommentar in die Kommentare hinein. Boah, Bruder, dieser Druck hier lang zu laufen. Wir stehen unter Druck, Freunde, wie Diamanten. Aber nur unter Druck können wir gut arbeiten, oder? Bisher hatten wir, ich wollte gerade sagen, keine unnötigen Tode, aber die ersten Versuche, die waren unnötig. Das muss man ja schon zugeben. Bleibt das hier oben stehen? Oder kommt das komplett hoch und wir müssen auf Druck noch den Stern einsammeln? Nee, es bleibt stehen anscheinend. Sehr schön. Stern Number 2, Freunde. Easy. Anflug auf roter Komet und einen grünen Stern gibt es auch noch auf diesem Planeten. Holy moly. Hier gibt es einiges zu entdecken, das auf jeden Fall. Zeitangriff jenseits des... Oh no. Ich glaube, das wird jetzt richtig, richtig hart werden. Das wird das erste Level, aber auf ganz böser Basis mit Zeit. Ja. Okay, 4,5 Minuten haben wir als zeitliche Begrenzung. Los, Freunde, aus dem Sand kommt einmal heraus. So, worüber ich heute nachgedacht habe, ist so... Wie fühlt es sich an, in Mario Galaxy zu sterben? Darüber habe ich nachgedacht. Digga, das zweite Mal. So, die effektivste Methode, diese ganzen Heuchler umzubringen. Und bitte, du, kannst du mal aus deinem mickrigen Loch auch noch rauskommen? Lass dich einfach umbringen, vielen Dank. Ich habe heute auf jeden Fall darüber nachgedacht, wie lange ich eigentlich schon auf YouTube bin. Wisst ihr, es gibt Zuschauer, die verfolgen mich schon seit 2015, was... Holy shit, das ist eine unglaublich lange Zeit. Das sind schon knapp 5 Jahre her. Ich weiß gar nicht. Also doch, die ältesten Zuschauer, die ich besitze, sind circa seit Anfang 2015 dabei und die sind immer noch auf dem Kanal. Das ist natürlich unglaublicher Support, den man sich kaum ausmalen kann als YouTuber. Das ist ein heftiges Feeling. Ich habe auch schon darüber nachgedacht und auch in einem Stream erwähnt, es gibt Zuschauer, die haben mich damals verfolgt, als sie in die Schule gegangen sind. Und jetzt arbeiten die einfach. Das ist so... Das hier, also, es gab auch Zuschauer, die haben mir auch damals geschrieben, als ich gesagt habe, yo, ich höre mit YouTube auf, ich weiß nicht, wie ich es noch bringen soll, zeitlich her oder generell wegen den ganzen Dingen, die das Leben für mich zu bieten hatte im Prinzip. Haben mir einige geschrieben, so, yo, David, war eine mega coole Zeit mit deinem YouTube-Channel, du hast meine Jugend so geprägt. Und das sind halt Dinge, wo man erstmal, wo man drüber nachdenken muss, was das eigentlich bedeutet, wie sehr YouTube eigentlich für einige Menschen prägend ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ultra krass. Und diese Reichweite, die man auf YouTube hat, darf man echt nie vergessen. Und das ist egal, ob der eigene YouTube-Kanal, keine Ahnung, 7 Millionen Abonnenten hat oder in diesem Fall, keine Ahnung, paar hundert. Vor allem, sobald YouTuber beginnen, auf persönlicher Ebene Videos zu machen, wie zum Beispiel, wie wir das hier machen, wo wir über verschiedene Themen reden oder zum Beispiel über die Storytime, die ich öfter mal bringe, dadurch baut man natürlich so eine Community-Bindung auf oder auch unter anderem mit Streams. Es gibt ja nichts Heftigeres als Streams. Irgendwie fühlt es sich an, als ob ich teilweise auch schon so ein YouTube-Urgestein wäre. Wisst ihr, was ich meine? Also auch in der Nintendo-Szene kennen mich, glaube ich, die ein oder anderen. Zumindest, wenn wir jede Woche im Stream irgendwen raiden, kennen die meisten mich oder haben schon mal was von mir gehört. Das finde ich auch sehr geehrt. Ich fühle mich da immer sehr geehrt, wenn mich die Leute kennen. Ich denke mal, vor allem viele kennen mich durch die Tomageddon-Zeit damals. Aus welchen Gründen auch immer. Aber Tomageddon war schon ein bisschen bekannter in der Nintendo-Szene. Generell ist die Nintendo-Szene ja eine kleinere Szene. Nice. Okay, das mit dem Stern war einfacher als gedacht. Zur Gamescom-Zeit hatte ich damals vor einem Jahr ca. 500 Abonnenten. Und mit wie vielen Zuschauern man trotzdem geschnackt hat, das ist schon krass. Nein!
Digga, ich heule, wenn das passiert, ich heule. Oh mein Gott, diese Fledermaus ist unten. Ich hatte so, so große Angst, ne? Weil diese Fledermäuse sind das Gefährlichste an diesem Level. Wirklich, man kann die halt nicht mit diesem Kackschütteln besiegen. Okay, wir müssen hier verdammt schnell Wandsprünge machen. Wenn die Dinger sofort reingehen, aber Wandsprünge sind im Normalfall das mindeste Problem. Und da ist unser höchst verdienter Stern nach, ich weiß nicht, wie vielen Versuchen wir... Da kann ich einfach nur klatschen. Wirklich, da kann ich einfach nur klatschen. Holy moly. Scheibenkleister, das fühlt sich so schön an. Freunde, wisst ihr, mir ist gerade eine richtig, richtig coole Themenidee gekommen. Aber das werde ich, ich schlingel, euch in der nächsten Folge erzählen, über was ich ganz gerne mit euch reden würde. Allerdings würde ich sagen, nutzen wir mal die Gunst der Stunde und werden uns mal ein paar Bilderbuchgeschichten von Rosalina mal wieder anhören. Dafür mache ich sogar meinen PC-Sound ein bisschen lauter. Holy shit, ey, das ist immer Gänsehaut, wenn man hier reingeht. Zweites Kapitel, Sternstaub. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Seit dem Beginn ihrer Reise waren mehrere Tage vergangen. Aber bisher hatten sie weder Lumas Mama noch einen richtigen Planeten gefunden. Roggenbrot und Milch, Himbeermarmelade, ein Himbeermarmeladenbrot mit Honig, Freunde, und schwarzen Tee, der nach Aprikosen duftete, hatte es in seinem Rucksack gestopft, doch eine wesentliche Sache fehlte. Und zwar Milchbrötchen. Kleiner Funfact zu mir am Rande. Ich liebe Milchbrötchen über alles. Wenn ich irgendwo hinfahre, auf längeren Reisen, sei es auch irgendwie, keine Ahnung, mal eine 40, 50 Minuten Reise. Milchbrötchen, seit meiner Kindheit brauche ich das immer. Wie wär's, probier doch auch mal. Darauf entgegnete das Mädchen bissig. Haha, das findest du wohl witzig. Aber wie es ihn so lachen sah, wurde das verdutzte Mädchen von seinem Lachen angesteckt. Yo, Freunde, das nennt man Spiegelneuron. Auch ein kleiner Tipp von mir an dieser Stelle, wow, Mario Galaxy hat wirklich viel zu berichten übers Leben. Und zwar, so wie ihr anderen Menschen begegnet, so begegnen die Menschen euch auch. Also stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo am Einkaufen und begegnet einer griesgrimmigen Person. Und ihr seid ultra freundlich zu der Person, egal wie griesgrimmig sie ist. Irgendwann fängt sie auch an, ein bisschen netter zu euch zu werden. Das ist ein Phänomen, was ich bis jetzt immer beobachten konnte. Und genau so müsst ihr auch unter anderem Menschen im Alltag begegnen. Das Mädchen streckte sich dabei aus dem Sternschiff, wobei es mehrmals beinahe aus dem Schiff gefallen wäre. Oh no, das endet böse im Weltall. Der Sternstaub schmeckte wie süßer Honig. Heben wir uns für die nächsten Parts auf. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben nicht vergessen, Kommentar da lassen. Und falls du neu auf diesem Channel bist und nichts mehr von Mario Galaxy verpassen willst, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, wie der Glöckner von Notre Dame. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.